Mein Name ist Sebastian Abt, das Mikro geht da. Der ein oder andere von euch kennt mich bestimmt von meiner Tätigkeit bei der HARTEC. Heute bin ich allerdings nicht als der HARTEC hier, sondern als Doktorand am CASE. Das ist das, jetzt geht das Mikrofon richtig, das ist das sogenannte Center for Advanced Security Research in Darmstadt. Und dort beschäftige ich mich im Schwerpunkt mit Internetsicherheit, mit der Forschung im Bereich der Internetsicherheit. Und ich würde euch gerne sagen wollen, wie ihr effizient oder effektiv und nachhaltig die Internetsicherheitsforschung in Deutschland fördern könnt und dazu einen Call for Participation starten. Vielleicht ganz kurz, was machen wir am CASE? Ich sagte schon, wir beschäftigen uns mit der Internetsicherheitsforschung. Ich ganz konkret in meiner Promotion beschäftige mich mit der Erkennung von Botnetzen und botinfizierten Geräten. Aber im Allgemeinen versuchen wir, Anomalien im Internet irgendwie quantifizieren zu können, modellieren zu können und am Ende detektieren zu können. Und dafür setzen wir verschiedene Techniken aus dem Bereich der Artificial Intelligence bzw. des maschinellen Lernens ein. Als wäre das nicht schon schwierig genug, versuchen wir, diese ganze Thematik datenschutzfreundlich anzugehen. Das heißt, wir wollen möglichst wenig Daten dafür verwenden, um den Enduser zu schützen. Jetzt habe ich gesagt, was wir machen wollen, was könnt ihr machen? Wir brauchen für unsere Arbeit relativ viele Daten. Und ich habe jetzt hier zwei Punkte, wie ihr diese Arbeit unterstützen könnt. Erstens, ihr könntet an so einem Projekt, das wir Distributed Darknet nennen, teilnehmen. Die Idee ist, dass wir eine Darknet-Senke bei uns an der Hochschule betreiben, beziehungsweise ein Forschungsinstitut betreiben und ihr einfach GUI-Tunnel zu uns aufbaut und ungenutzte IP-Adressen zu uns routet. Wir analysieren die Daten, wir werten diese Daten aus und natürlich teilen wir die Ergebnisse mit euch. Ich glaube, das ist ein 30-Minuten-Aufwand für jeden, der ein bisschen in der Router-Config unterwegs ist und erspart Zeit in der Konfiguration von dem Betrieb eines Darknets, falls man das sowieso tun wollte oder falls man das bereits tut. Eine ganz gute Sache, wie ich denke, wir sind an IPv4-Traffic interessiert, aber da ich vorgestern Abend gehört habe, dass nicht mal der Gerd ein IPv6-Darknet betreibt, dachte ich, wäre es gut zu erwähnen, dass wir natürlich auch gerne sehen wollen, was in der IPv6-Welt unterwegs ist. Also da sind wir auch an Daten interessiert. Der zweite Punkt ist, und da wird es dann schon strittiger und schwieriger, ich persönlich finde Netflow-Daten ganz interessant und würde mit denen gerne Botnetze erkennen wollen. Insofern, wenn ihr Netflow-Daten mit uns sharen wollt, würden wir uns sehr, 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 sehr freuen. Auch da ist die Idee, wir entwickeln einen Collector, wir platzieren den bei uns, ihr könnt diese Records zu uns schicken, wir analysieren sie, wir lassen Algorithmen drüber laufen und auch hier sharen wir wieder die Ergebnisse. Das Ganze ist ein bisschen schwierig, da gibt es so Datenschutz, Privatsphärenbedenken, dessen sind wir bewusst, ja, daran arbeiten wir. Wir versuchen, Pseudonymisierungs- und Anonymisierungsstrategien zu entwickeln, die wir aber auch gerne mit euch diskutieren. Also die Idee ist, ihr pseudonymisiert die Daten, schickt uns dann pseudonymisierte Identifier zu uns, wir analysieren die Daten und schicken euch Informationen über Incidents zurück, sodass ihr dann diese Identifier wieder in IP-Adressen auflösen könnt und wirklich reagieren könnt, falls ihr das wollt, ich hoffe. Und natürlich, wir sind bereit, irgendwelche Verträge, NDAs und so weiter zu unterzeichnen, falls das die Chefs haben wollen, was sie ganz sicher haben wollen werden. Gut, das war's. Wir haben keine Zeit für Fragen, aber wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr einfach mehr wissen wollt, schreibt mir eine E-Mail oder sprecht mich einfach an. Ich bin heute noch den ganzen Tag hier. Danke, ciao.